Das sind Eva und ihr Pony. Weil Eva ihr Pony so schön findet, macht sie ein Foto von ihm. Sie beschließt, es mit der Welt zu teilen und lädt es auf Twitter hoch. Am nächsten Tag ist sie bei Facebook unterwegs und sieht ihr mit Mühe erstelltes Ponyfoto auf dem Profil eines anderen Nutzers. Hä? Eva ist gar nicht erwähnt, obwohl sie das Bild gemacht hat. Sie fragt sich, darf er das? Natürlich nicht, denn in Deutschland gilt das Urheberrecht. Dies besagt, dass Urheber alleine entscheiden, was mit ihren Werken passiert. Die Urheberin in unserem Fall ist Eva, denn sie hat das Foto gemacht. Solange sie nicht ausdrücklich erlaubt hat, dass ihr Ponyfoto weiterverwendet werden darf, verstößt eine Nutzung gegen das Urheberrecht. Dadurch werden Eva und andere Künstler davor geschützt, dass andere ihre Werke benutzen. Dies gilt nicht nur für Fotos, sondern auch für Filme, Musik, Videos, Texte und Zeichnungen. Wenn Eva andere schöne Ponybilder im Internet findet, darf sie die ohne Erlaubnis des Fotografen auch nicht verbreiten, sonst verstößt sie gegen das Gesetz und das kann teuer werden.